So, ich werde jetzt 11 Bälle schlagen und euch 11 Wege zeigen, wie ihr den Ball weiterschlagen könnt mit eurem Abschlagschläger. So, wie gesagt, es muss nicht der Driver sein, aber das wäre schön, wenn ihr mit diesem Schläger üben könntet heute. Beim ersten Ball möchte ich gucken, dass ich den Schläger mir in den Fingern halte. Wir greifen alle den Schläger zu sehr in der Hand. Und da machen die Handgelenke nicht richtig mit. So in die Finger. Die meisten Rechtshänder slicen den Ball, spielen ein bisschen eher nach da. Es gibt ein paar, die nach da schlagen, aber die meisten liegen da. So, das ist schon eine Sache, die helfen wird, dass der Ball nicht nach da fliegt. Und zweitens, man macht besser mit dem Handgelenk. So, ihr werdet sehen bei meinem Schlag hier, schau bitte meine Hände an, was sie tun. Okay, so ich habe ziemlich locker geschwungen, aber der Ball, ihr habt es gesehen, der ist weit. Und ich habe keine Schmerzen im Körper, weil ich meine Hände benutzt habe. Zweiter Punkt. Wir müssen lernen, die Schulter, die Arme, die Hände und die Hüfte lockerer zu haben. Wenn wir so stehen, wird es schwer und außerdem ist es schlecht für den Rücken. So, einfach vorher, sieht vielleicht komisch aus, aber das ist egal, oder? Schulter locken, Hände locken, Hüfte locken und dann mit diesem lockeren Gefühl einen Ball schlagen. So, die dritte Möglichkeit wird vielleicht euch ein bisschen überraschen, aber den Schläger kann man doch ein bisschen tiefer greifen. So, die von euch, die wirklich wenig mit Driver gespielt habt, macht das. Der Schläger ist lang, aber der Kopf ist riesig. So, wenn ich den Schläger ein bisschen kürzer greife und so einen dicken Kopf habe, habe ich das Gefühl, ich könnte den Ball küssen, ich bin so nah am Ball und ich kann den Ball jetzt nur treffen. So, es ist wirklich ein ganz, ganz guter Tipp, kürzer zu greifen, näher am Ball zu stehen und dann ist das Ganze leicht. Und da ihr dann den Ball so gut trefft, werdet ihr wahrscheinlich mehr Länge haben, obwohl ihr kürzer greift. Jetzt zum Schwung. Ich hoffe, dass ihr gesehen habt, dass ich nicht so geschwungen habe. Ich war locker. Meine Handgelenke kamen im Einsatz. Schau mal in meine Endposition. Das ist nicht, weil ich extrem weit durchgeschwungen habe. Es ist, weil ich meine Arme zum Schluss geklappt habe. So, ich möchte, dass ihr beim Ausholen gleich winkelt, gleich die Handgelenke einsetzt. Das ist gut, weil dann kommt ihr automatisch in eine gute Position. Das ist gut, weil ihr schneller in eine gute Position kommt. Viele Golfer machen es so und dann, wie soll ich meinen Schläger jetzt hier hinten bekommen? Indem ich das tun oder indem ich das mache oder so. So, Gleichwinkeln ist wichtig. So, ich winkle gleich. Nächste Möglichkeit, den Ball weiterzuschlagen mit mehr Geschwindigkeit, ist es, die Hände ein bisschen höher zu bekommen. Wenn ich meine Hände höher habe, habe ich Schwerkraft auf meiner Seite und habe dadurch richtig viel Power. Wenn ich die Hände hier habe, dann muss ich gegen Schwerkraft arbeiten. So, wenn es geht von Gefühl her, oberhalb der rechten Schulter. Und ihr werdet dann sofort von da mehr Power empfinden, ohne dass ihr Druck machen müsst. Das ist doch schön, oder? So, Power-Garantie finde ich immer toll. Okay, nächste Sache müsst ihr probieren und sehen, ob es euch gefällt oder nicht. Im höchsten Punkt des Schwunges versucht den Ellbogen unter der rechten Hand zu bekommen, den rechten Ellbogen. Von hier kriege ich sehr viel Power in den Ball rein. Was viele Golfer haben, die sehen so aus. Ellbogen kommt hoch. Das ist so eine Art Chicken Wing. Okay, so ich versuche meinen Ellbogen unter meine Hand zu bekommen und dann komme ich in richtige Power-Position. Wie kriege ich das hin, damit ich mich gut aufdrehe? Hat jemand einen Vorschlag dafür mich? Die Drehung ist beim Ausholen entscheidend. Aber vielleicht ist man steif, hat Verletzungen oder irgendwas. Wie kann ich mich besser aufdrehen? Erzähl mal bitte jemand. Du machst da irgendwas vor, was mir gefällt.
Ah, okay, die Hacke anheben. Okay, so, das ist vollkommen richtig. So, wenn ich mich drehe, irgendwann müsste mein linke Ferse hochkommen und das soll mir auf jeden Fall gestatten, dass die Ferse hochgeht. Dann drehen wir die Hüfte mehr und dann können wir auch die Schulter mehr drehen. Ihr müsst aber nur aufpassen, dass wenn ihr euch so aufdreht, dass ihr nicht aus eurer Achse kommt. Bleibt in der Achse. So, ich mache das jetzt nicht so, ne? Das ist irgendein komischer Tanz. Die Ferse kommt von alleine hoch und dann kann ich mich viel besser aufdrehen. Jetzt kommen wir zum Abschwung. Start des Abschwungs, total wichtig. Und meistens ist es so, dass wir gleich zum Ball wollen. Und wenn wir das tun, dann verlieren wir sofort Geschwindigkeit. Dann wird der Ball kürzer sein. Dann werden wir vielleicht hacken, der Ball wird vielleicht slicen. Wir müssen wirklich gucken, dass wir beim Abschwingen die Arme bewusst senken. Und manchmal habt ihr fallen lassen gehört? Fallen lassen ist gut, aber das reicht nicht. Ihr müsst wirklich die Arme nach unten drücken, damit ihr in die Powerzone kommt. So, ich werde jetzt einen Ball schlagen und ich werde jetzt nur daran denken, die Arme zu senken. Ich werde an nichts anderes denken. Und automatisch habe ich mich gedreht. Hast du den Ball gesehen? Du kannst gerne ja hinter mir stehen, dann kannst du vielleicht besser sehen. Also wirklich die Arme senken, dann kommt ihr in die Powerzone. So, das werden wir üben. Wir sind gleich fertig, dann seid ihr dran. Jetzt komme ich zurück zur Ferse. Ich habe die Ferse etwas gehoben beim Ausrollen. Das Erste, was ihr tun dürft, ist die Ferse so richtig in den Boden zu drücken beim Abschwingen. Und was das macht, das aktiviert den Unterkörper. Und mein Unterkörper, das ist meine Powerquelle. Ja? So, ich werde ausrollen und dann beim Abschwingen das tun. Und gleichzeitig meine Arme senken. Okay, diesen Ball möchte ich über die Driving Range schlagen. So, ich werde alles geben. War ein bisschen zu flach, aber war nicht schlecht, oder? Und er war gerade. Jetzt wird es interessant. Wenn ihr das schaffen könnt, den Abschwung gut zu starten, dann müsst ihr eure rechte Seite, rechte Hüfte, rechte Schulter, die rechte Hand einsetzen, um den Ball zu schlagen. Und wir sind doch Rechtshänder und wir sind, das ist unsere Kraft und das können wir benutzen, um den Ball zu schlagen. Nur, wir müssen den Abschwung richtig starten. Das ist ein Muss, okay? Wenn wir den Abschwung so starten und dann die rechte Hand verwenden, oh, ist nicht gut. So, immer die Arme senken, dann die rechte Seite. Und dann kann ich richtig den Ball powern. Letzte Sache, meine Endposition. Mein Schüler kommt zu mir und sagt, Won, ich bin zu kurz. Dann gucke ich seinen Schwung oder ihr Schwung an und der Schwung sieht so aus. Die schwingen nicht weiter als das durch. Erstmal kriege ich Schmerzen, weil ich merke, wie schnell der Spieler spielen muss, weil er nur so viel durchschwingen darf. So, wenn ihr einen vollen, lässigen Schwung haben möchtet, ich habe einen Landsmann, der heißt Ernie Els. Der heißt der Big Easy. Und er hat einen wunderschönen Schwung. Aber er schlägt den Ball so weit, er sieht aber so langsam aus, aber seine Endposition ist hier irgendwo. So, unser Schwungumfang muss groß sein. Und das bedeutet, die Arme zum Schluss klappen. Und natürlich auch mich ein bisschen hier unten drehen. Seht ihr, wie offen mein linker Fuß ist? Ist interessant, oder? Ich stehe nicht so. So würde ich mein Knie brechen. Aber mit dem Fuß ein bisschen offen, kann ich mich besser drehen. So, mein letzter Tipp ist, könnt ihr bitte so schwingen, dass der Schläger gegen die Schulter knallt. Ich habe ein paar Schüler, die haben einen schwarzen Fleck am Hintern, weil sie so weit durchschwingen. Aber das ist ihnen egal, weil die den Ball weit schlagen. Okay, so, ich möchte, dass der Schläger gegen meine Schulter kommt. Vielen Dank, dass du Golfen mit Freude besucht hast. Wir freuen uns sehr, dich hier im Golfclub Wittelsbach zu sehen und bitte abonnieren.